super. Dann fangen wir an mit der richtigen Arbeit. Was machen wir denn? Wir schneiden uns Holz ab. Das machen wir eben mit der Japansäge. Die funktioniert noch ohne Strom, die funktioniert mit Muskelkraft. Traditionell wäre es jetzt eigentlich, einen Fuchsschwanz zu haben. Ist man aber drauf gekommen, ist nicht so doll. Japansäge ist der voraus, kann ich aber später nochmal erklären, warum das so ist. Das ist eine spezielle Zahnung. Geht für Längsschnitte und für Querschnitte. Und ja, Nageltasche hat man hier noch, ne, damit man auch, wenn man jetzt die Hände frei hat, direkt die Möglichkeit hat, eine Schraube zu greifen oder mal einen Nagel oder so. Geht immer darum, letztendlich safety first, Hände frei und immer möglichst bequem machen das Ganze.